Jeder, der heute ein Smartphone besitzt oder einen Laptop, hat auf diesen Geräten Zugang zu Karten der ganzen Welt. Völlig kostenlos und diese werden sogar noch ergänzt mit Daten. Die Frage stellt sich also, warum werden diese Daten bisher in CAD- oder BIM-Applikationen nicht verwendet? Liegt es daran, dass GIS so kompliziert ist? Nein, ganz bestimmt nicht. GIS ist nämlich super einfach. Man nimmt einfach Daten und kombiniert diese mit Geografie. Also es geht bei GIS immer nur darum, was gehört wohin. Der Grund, warum sich viele damit schwer tun, ist einerseits, dass es natürlich nicht so viele Daten kostenlos gibt. Für gewisse Dienste muss man sich registrieren. Vectorworks hat da eine sehr gute Variante gefunden in einer Kooperation mit der Firma, die sich seit 20 Jahren nur um GIS-Daten kümmert, die Firma Esri. Dank dieser Kooperation kann man jetzt mit 2-3 Klicks jedes Foto von der ganzen Welt oder auch Karten von Straßen einfach so in seinem Dokument integrieren. Man wählt dazu ein lokales Koordinatensystem, den Ort der Planung und wählt aus, was man für Daten sehen möchte. Mit Vectorworks 2020 liefern wir aber auch bereits zusätzliche Dienste mit, zum Beispiel von Nordrhein-Westfalen oder von der Stadt Wien oder von der Schweizer Landestopographie. Es macht wirklich Spaß, mit GIS zu arbeiten und ganz wichtig, Vectorworks ist die erste und einzige BIM-Software mit GIS-Funktionalität.